Servus Mike, grüß dich, liebe Zuschauer. Hallo, Salongespräch. Thomas, mein Lieber, sei herzlich gegrüßt im Grünen, ja, im grünen Gewand heute. Wir Genau. sitzen auf der großen Wiese. Also herzlichen Gruß an dich. Freue mich, dich wieder mal grüßen zu dürfen hier aus der Ferne und natürlich einen herzlichen Gruß an alle Zuschauer. Freue mich sehr, noch mal ein bisschen in den Irrsinn zu gehen und höre dir und lausche dir auch gerne zu, was du in der Heimat so erfährst, weil ich bin ja im Moment im sonnigen Gefilden, da kann ich dann auch einiges erzählen. Genau, liebe Zuschauer, deswegen sind wir jetzt auch in diesem Bühnenbild sozusagen momentan, also von der Ferne, aber wir wollten auch nicht zu lange jetzt aussetzen. Danke, Mike, dass du da auch die Zeit und die Technik jetzt hier auch vorhalten konntest. Wir haben es jetzt irgendwie hingekriegt. Ja, Gesprächsthema Nummer eins, Mike, das hast du ja auch schon mitbekommen, bist ja nicht aus der Welt. Mannheim, der Angriff auf Michael Stürzenberger, seine Teammitglieder und vor allem der Mord, so nenne ich es mal, an den Polizisten. Ja, 29 Jahre. Und also das hat mehrere Ebenen, das Ding. Ich glaube, es ist einfach auch, klingt ein bisschen blöd im Zusammenhang, aber es hat eine neue Qualität. Weil es ist meiner Ansicht nach, meiner Erinnerung nach, wirklich der erste Polizeibeamte, der unter solchen Umständen getötet wird. Oder jedenfalls ist es lange her. Und es geht auch darum, dass ich will da keine Spekulationen anheizen, aber ich kann nicht verschweigen, dass ich beim Betrachten dieser Videos, es gibt ja zwei Kameraperspektiven, durchaus irgendwie das Gefühl hatte, warum ist denn der eigentlich so ruhig? Ja, es fühlt sich fast ein bisschen wie ein Dokumentarfilm an, dass da jemand mit Tarnkappe unsichtbar da gefilmt hat und dann auch bei diesen schrecklichen Szenen dann nicht ja, weiter draufgehalten hat, will ihm das um Gottes Willen nicht vorwerfen. Und ich will da auch nichts unterstellen, aber ich will nur das kommunizieren, dass mir das komisch vorkam. Und dass die Polizei da Fehler gemacht hat, ist auch klar. Sonst würde es nicht, wäre es nicht passiert. Aber vor allem auch Mike und liebe Zuschauer, interessant ist halt auch, was für neue Abgründe sich hier auftun, ja, wenn durch die Blume gesagt wird, naja, also das ist ja auch ein Islamkritiker und so ungefähr, es wird zwar so nicht gesagt, aber das schwingt so mit, da hat er auch ein bisschen selber Schuld, ja, warum ist er denn auch da in Mannheim auf diesem Marktplatz, wo so viele Migranten leben und Geschäfte, alles migrantisch ist. Und auch der Scholz hat, glaube ich, heute oder gestern im Bundestag auch das zum Thema gemacht. Mannheim hat aber tatsächlich es geschafft, den Fall zu besprechen, ohne ein einziges Mal den Stürzenberger oder seine Teammitglieder, die verletzt wurden, zu erwähnen, sondern nur den getöteten Polizeibeamten, was eigentlich auch schon wieder hammerhart ist. Und es kommen natürlich jetzt, kamen ganz schnell irgendwelche Geschichten. Wir müssen abschieben, abschieben, abschieben. Jeder weiß, dass das nicht passieren wird. Und deswegen denke ich, dass das auch wirklich, Mike, du wirst wahrscheinlich auch gleich sagen, es gibt keine Zufälle. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es arrangiert war, aber dieser Mechanismus wird halt jetzt noch mehr verstärkt. Sie behaupten, ja, wir schieben jetzt ab. Und die Leute stellen dann wieder fest, es passiert gar nichts, im Gegenteil, es kommen neue Leute rein. Ja, mein Lieber, das war sehr umfangreich. Da könnte ich an verschiedenen Stellen was zu sagen. Bitte. Vielleicht würde ich als Überschrift erstmal sagen, es gibt immer die beiden Wege, wie wir beide ja in der Regel uns die Sachen anschauen. Das ist das rationale Verständnis. Und dann versuchen wir ja auch immer noch mal eine Etage höher zu gehen, ein bisschen Genau. zurückzutreten und das Ganze aus einer höheren Perspektive zu sehen, was wir als geistig-spirituell bezeichnen. Ne? Also, da ist für mich immer der erste Punkt der, bei allen Ereignissen, wo man Fragen hat, dieser altbekannte Satz, wem nützt es? Wer hat etwas davon? Genau, das ist die beste Frage überhaupt, ja. Genau, und in dem Zusammenhang sollte man sich die auch stellen. Und dann kann man sehen, gerade nachdem etwas schon geschehen ist, in dem Moment, wo es geschieht, ist es noch relativ schwer, so eine Frage dann zu analysieren. Aber wenn du ein paar Tage Abstand Ja. hast und dann weiter die Sache verfolgst, dann erkennst du auf einmal, wo hat jetzt jemand was davon?
welche Parteien, die man jetzt in der Welt so sieht, im Sinne von, wie wir es bezeichnen, den Deep State und all ihren Chargen, die da noch so rumkraucheln, und Menschen, die vielleicht schon wirklich was Gutes wollen. Da würde ich gleich was zu sagen, ja. Also wenn ich mir diese Frage stelle, habe ich da eine Antwort für Ja. mich. Aber vorab würde ich auch gerne noch mal in das Thema gehen, weil es ist mit der Zeit ein Video aufgetaucht, ein sehr langes sogar. Das kann sich jeder anschauen, der das mag. Und da wird die Frage aufgeworfen, wenn man das gesehen hat, das eigentliche Geschehen da in der kurzen Variante. Da gibt es einen Moment, wo ein Mensch mit einer blauen Jacke sich auf den wirft, der eigentlich die Situation schon im Griff zu schienen hatte. Ja. Ich weiß, was du meinst. Der hatte Und den Arm mit der Messerhand fixiert. Der konnte gerade gar nichts machen, ja. genau, und dann warf sich dieser Mensch mit der blauen Jacke da auf den, und dann ist die Sache weiter ins Rollen gekommen und eskaliert. Und da sollte man sich doch fragen, was ist denn mit dem passiert? Und da sieht man in dem längeren Video, der läuft dann auch später da einfach rum, der wird nicht weiter beachtet. Das ist schon mal eine sehr merkwürdige Situation. Also da kann man schon mal drüber nachdenken und sich Gedanken machen, was ist da eigentlich geschehen? Meiner Sicht nach ist das eine Hilfe gewesen, dass das Attentat weiter fortgeführt werden konnte. Dass das dann weiter eskaliert ist, lag an der Situation schlechthin. Da gibt es ja auch den Punkt, den du beschreibst vorhin mit der Polizei. Da ist für meine Sichtweise einfach die, unsere Polizisten werden ja ausgebildet. Und dann gibt es Spezialkräfte, die zum Beispiel auch Omis knüppeln, wenn sie ihre Maske nicht aufsetzen. Das sind für mich nochmal Sondereinheiten. Das ist nicht der normale Straßenpolizist aus meiner Sicht. Und der normale Straßenpolizist, der jetzt da bei so einer Veranstaltung ist, der sollte eigentlich in der Ausbildung wissen, was aber nicht der Fall ist, so werden sie eben nicht ausgebildet aus meiner Sicht, dass wenn jemand mit seinem Leben bedroht ist, dadurch, dass jemand eine Waffe in der Hand hat, sei es ein Messer oder eine Pistole, und die schon zum Einsatz bringt, die Pistole oder das Messer, dann ist es im rechtlichen Sinne auch, um das Leben der anderen Menschen, die drumherum sind, zu schützen, die Erlaubnis haben zu schießen. Ich spreche hier nicht gleich von einem sogenannten Fangschuss, jemand also zu Tode zu bringen, aber auf jeden Fall in den unteren Bereich des Körpers, Beine, Arme etc. Und da wäre letztlich auch die Eskalation nicht zu dem Punkt gekommen, also so weit fortgeschritten, wie sie fortgeschritten ist, ist meine Sicht. Das ist aber meine allgemeine Sichtweise für mich, wie unsere Polizei ausgebildet wird. Mike, Ist auch da ein Zeichen. erlaube ich mir aber zu widersprechen, weil meiner Ansicht nach hat der, der geschossen hat, der Polizist alles richtig gemacht. Er konnte nicht sofort schießen, er wollte, er hatte die Waffe schon länger im Anschlag, konnte aber nicht, weil hinter dem Attentäter, hinter dem Ziel, das war allerdings nachdem der befreit wurde, quasi der Attentäter wieder, dahinter stand der Kameramann. Und da kann er nicht rumballern. Also, dass der überhaupt geschossen hat, ist eigentlich eher zu loben. Ich gebe dir ja grundsätzlich recht, dass den Polizisten es abtrainiert wird und am besten nie schießen, weil dann kriegst du immer Probleme und so, das stimmt. Aber in dem Fall hat der Typ, der Polizist, meiner Ansicht nach ziemlich gut reagiert, weil er hat auch nicht aus Panik da das ganze Magazin da reingejagt, sondern den einzigen Schuss abgegeben, der den Mann kampfunfähig gemacht hat. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Beispiel dafür so gut taugt, weil der kann jetzt nicht schießen, wenn da zwei Körper ineinander ringen, ja, und sich bewegen in einem Millisekundenbereich, wird schwierig. Was ich noch sagen will zu dem Typen in der blauen Jacke, ich weiß selber nicht, ob es jetzt festgestellt wurde, wer das eigentlich war. Es gibt ja die Theorie, dass der gedacht hat, weil so das Bild, wenn jemand auf einem Liegenden so drauf kniet, dann identifiziert man den gleich als Angreifer. Ja, letztendlich irgendwo. Und ich will nur sagen, ich weiß jetzt nicht, ob dieser blaue Jackenmensch inzwischen klar ist, wer das ist, aber klar ist trotzdem, dass bei so einer Veranstaltung,
ganz sicher auch Zivilpolizei rumläuft und ganz sicher auch Geheimdienste rumlaufen, die jetzt dafür gar nicht jetzt eingesetzt werden, aber die beobachten auch, die schauen sich das an, was der Stötzenberger da erzählt, hundertprozentig, auch wenn es einen Livestream gibt. Ich glaube schon, dass da jemand vor Ort ist, auf jeden Fall Zivilpolizei, Polizisten in Zivil. Vielleicht hat der auch die Situation vollkommen falsch eingeschätzt oder ich gebe dir da recht, das kann man nicht ausschließen, dass derjenige, der ihn da weggezogen hat, der den Attentäter schon fixiert hatte, ganz andere Absichten hatte. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ich wollte auch gar nicht jetzt da so ein Thema daraus machen, dass wir da jetzt tief in die Analyse gehen, Ja, weil können wir auch gar nicht, hast du recht. da fehlt mir das Wissen, weil ich eben nicht vor Ort war. Ich sage nur, es ist eben dieses Video im Umlauf und da wird ein bisschen mehr auf das Ganze eingegangen durch die Länge des Videos, wo du auch Dinge siehst, die du in diesem kurzen Video nicht siehst. Das habe ich nur gesagt, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, der da Interesse hat, sich das Video anzuschauen. Ja, wir können da später einen Link reinpacken. Da gibt es verschiedene Channels, die das veröffentlichen. Und zurückzukommen zu dem, was ich sagen wollte mit der Polizei, mit der Ausbildung, ist ein grundsätzliches Problem aus meiner Sicht. Was der Polizist dort vor Ort machen konnte oder nicht machen konnte, ob er zu spät, zu früh oder souverän gehandelt hat, da würde ich jetzt nichts zu sagen wollen, weil ich war nicht vor Ort. Ich weiß das nicht. Ja, also was da wirklich im Ablauf nachher detailliert geschehen ist, keine Ahnung. Aber prinzipiell siehst du ja nicht nur in dem ja, Vorfall, der hier geschehen ist, wie unsere Polizei draußen agiert. Und das ist staatlich gesehen natürlich gewollt, weil die Schulung der Polizei, der Beamten schlechthin, ist ja eine staatliche Vorgabe. Die schulen sich ja nicht selbst. Richtig. Ja, und das wollte ich nur noch mal damit feststellen, dass es unter den Polizisten auch Menschen gibt, die, egal wie sie geschult sind, mit gesundem Menschenverstand handeln. Also dann auch mal eine Waffe in Gebrauch nehmen, weil sie einfach sagen, ich muss jetzt hier eingreifen. Unabhängig, ob sie so geschult sind oder nicht. Oder eine arme Oma nicht tangieren, weil sie eine Maske nicht aufsetzen will und sie beschimpfen mit Maßnahmen, Regeln und sagen, komm, ach, geh doch einfach, gehen Sie einfach weiter. Und die Sache Ja. einfach so behandeln. Ja? Das ist ein menschlicher Aspekt. Du wirst also unter diesen Systemlingen, die wir hier haben, auch immer Menschen haben, die menschlich reagieren. Da muss Aber ich noch mal ganz kurz einhaken, Mike, weil das find ich wichtig, was du da gesagt hast, liebe Zuschauer. Wenn ihr das selber mal beobachtet, es wird die Polizei geschwächt oder wurde seit Jahren geschwächt. Auch diese Beispiele von Polizisten, die bestraft werden, weil sie die Schusswaffe benutzt haben und Riesenärger bekommen haben und Beförderungsstopp und so weiter. Und gleichzeitig kommen immer mehr Gewalttäter ins Land. Dieser Widerspruch ist halt auch brutal, ja. wenn du Gewalttäter bist und wenn du vielleicht sogar noch organisiert bist, was ja ein Großteil unserer Goldstückchen, wie man die Politik sie beschreibt, unserer Fachkräfte, wie die Politik sie beschreibt, wenn die dann wissen, naja, hier passiert mir eh nicht so viel, ja, und bin nach ein paar Stunden vielleicht sogar wieder aus dem Gefängnis Ja, und ja. das sich eher erstechen, als dass er eine Pistole zieht. Also, wie weit wir das jetzt weiter besprechen, wir wissen doch, dass dieses System systematisch all diese Dinge, diese negativen Dinge will, damit hier eben die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und da ist ja dann die Frage berechtigt, wen nutzt es? Ne? Wenn man sich das anschaut, aus meiner Sicht ist das nicht ein Einzeltäter, der da was getan hat, weil er einfach, weiß ich nicht, einer anderen Ideologie folgt und sagt, ja, das ist meine Sichtweise und dieser Mensch ist böse und den muss ich jetzt von dem Planeten entfernen. Was immer er in seinem Kopf hat, mag sein, aber ich sehe da mehr hinter und ich sehe auch darum nochmal die Sache, dass man sich dieses längere Video ruhig anschauen sollte. Da steckt mehr hinter, als der erste Schein so darstellt. Auf Und jeden Fall, genau. ich glaube, dass das eben nicht nur eine Person war, die da durchgeklingt ist, sondern dass das ein dass ein gewollter Prozess stattgefunden hat. Der muss ja nicht immer im Detail gelingen,
Ja, nicht alle Dinge, die organisiert werden, gelingen auch so, Oder dass laufen der so Bus. ab, wie sie geplant sind. Es ist Genau, natürlich da kommt. dort besonders schwierig, sowas vorher zu planen, ja. Das ist für, aus deren Sicht Kollateralschaden und das nehmen die in Kauf. Ne? Solange sie da versuchen, ihre Sachen umzusetzen, werden sie das tun. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in dem Zeitfenster, in dem wir uns befinden, das sagen wir im Prinzip in jedem Salongespräch, einfach nur die Eskalationsstufe sich kontinuierlich weiter nach oben schraubt. Das ist auch wieder ein Ereignis, was das deutlich zeigt. Wenn wir mal kurz davon abschwenken, hast du sicherlich gehört, das ist auch an meine Ohren gekommen hier drüben, wo ich jetzt zurzeit bin, dass jetzt gesagt wird, ja, die Waffenlieferung in die Ukraine, da sind wir jetzt einverstanden, dass deutsche Waffen gezielt eingesetzt werden und nach Russland rübergeschossen werden darf. Reichweiten ins tief ins Hinterland nach Russland rein, ja. Dass Putin sich dazu geäußert hat, indem er, ich glaube, das habe ich auch sogar auf dem NTV-Channel gesehen, dass darüber gesprochen wird, dass Putin sagt, wenn das geschieht, dann werden Dinge geschehen müssen, da muss Russland reagieren. Und Putin wurde dann nochmal attackiert von jemandem, der sagte, ja, aber das ist ja das, was sie wollen. Sie wollen ja sich hier erweitern und Europa unter Kontrolle haben. Und Putin hat gesagt, diese Ambition hat er überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und er ist auch nicht verrückt, die NATO anzugreifen. Er sieht Bullshit, doch, hat er gesagt. Also so wurde es übersetzt. Bullshit. was um ihn herum da stationiert ist, um Russland. Okay, aber das ist für mich auch alles mehr oder weniger bla bla bla. Solange nicht wirklich Dinge geschehen, wo du sagst, jetzt eskaliert es im Sinne von einem wirklichen Krieg, der Europa umspannt ist. Und nach wie vor ist meine Überzeugung, das wird nicht geschehen. Weil wenn man sich jetzt wieder die Frage stellt, wer hat was davon, dann sind all diese Maßnahmen auch selbst, nehmen wir mal als Beispiel dieser Vorfall da in Mannheim, der war organisiert. Und man wollte da etwas mit bezwecken. Am Ende der Kette sind immer mehr Menschen, die sagen, das war nicht rechtens. Das, was da geschehen ist, ist etwas, was einfach nicht geschehen darf. Und diese Menschen sind eben nicht, wie es von der Politik beschrieben wird, nur die AfD-Anhänger in erster Linie, sondern das sind Menschen wie du und ich und um uns herum, die meineswegen gar nichts mit Parteien am Hut haben, die einfach nur ihren gesunden Menschenverstand einschalten. Das ist in meinem Umfeld, wenn ich mit Menschen zu tun habe, auch hier ist das ja bekannt, na, hier gibt es ja auch einige Deutsche, wo ich gerade bin, ganz normale Menschen wie du und ich, die sich nicht unbedingt mit Politik großartig auseinandersetzen, die aber erkennen, dass da gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Also diese Lügenphasen, die man uns hier offeriert, die auch so offensichtlich sind, wenn du dir überlegst, dass dann Politiker und Politikerinnen nach diesem Vorfall sagen, ja, es ist zwar schlimm, und es ist auch schlimm, dass da jemand erschossen wurde, aber es ist noch viel schlimmer, dass die AfD hier Hetze verbreitet. Ganz Da genau, muss es man gibt sich. wirklich so eine Aussage. Ja, es schockiert mich mehr, dass die junge Alternative hatte da eine Mahnwache. Ich habe den Ausschnitt gestern gezeigt in der Sendung. Genau das, ja, das schockiert mich, aber noch viel schockierender finde ich, dass die Alternative, die AfD hier eine Mahnwache macht. Da ist ein Mensch gestorben, das schockiert sie weniger, als wenn AfD-Leute ganz harmlos, ohne jemanden irgendwie überhaupt auch nur zu stören, da stehen. Das muss man sich schon mal überlegen, die Verhältnismäßigkeit, ja. Ja, und da sage ich einfach, da muss man gar nicht mehr überlegen. Da Ja. muss man gar nicht mehr nachdenken. Das hört man und sagt, hä? Ist diese Frau irre oder ist dieser Mann irre, egal wer das da sagt? Das ist zu offensichtlich, Thomas. Ich bin der Meinung, und ich kann ja immer nur für mich sprechen, was ich ja auch tue.
Dadurch, dass wir diese Mainstream-Sachen verfolgen und deren Propaganda ja auch ständig hören, glauben wir mit der Zeit wirklich, dass da draußen der größte Teil der Menschen diesen Dreck glaubt, Das ist den ein die Medien. Trugschluss. Du hast recht. Da müssen wir aufpassen. Das Du ist hast aus recht. meiner Sicht ein Riesentrugschluss. Das ist die simplen Dinge, die wir immer wieder zwischendurch ansprechen, dass ich sage, das Elektroauto ist doch von vornherein zum Untergang verurteilt. Die Auch so, wie es Abstimmung per Kaufentscheid, genau. auch so, wie das Ganze aufgebaut wurde. Mit zu wenig Infrastruktur, mit all den Dingen, die da letztlich dazu führen, dass dann der Strom teurer ist als das Benzin. Und all den Dingen, die sind doch alle bewusst so gemacht, dass es zum Untergang verurteilt ist. Die ganze Solartechnik, die wir haben, das ist alles hochgradig giftig. Diese Dinge kannst du teilweise nicht mal mehr abbauen. Nicht entsorgen, nicht recyceln, gar nichts. Richtig. Jedenfalls Windkraftanlagen, genau das Gleiche. Ja. nicht mit den herkömmlichen Mitteln, die man uns erklärt. Ich bin ja der Überzeugung aus meinem Wissen heraus, dass es Dinge gibt, die man uns verheimlicht in jeglicher Hinsicht. Und es gibt auch Bakterien, die sogar Atommüll verzehren und die auch das verzehren. Aber das ist auch noch aus unserem Denkprozess raus, weil wir das weder im Mainstream noch woanders großartig hören. Also ich will keine Schwarzmalerei bringen, wenn wir erstmal in der Lage sind, uns von diesem System befreit zu haben. Dann werden sich auch mit den Technologien und mit den natürlichen Dingen, die dann zutage treten, diese Probleme beseitigen lassen. Ich muss noch Ja? mal an, Mike, ich muss noch mal ganz kurz zurück zu Mannheim. Und zwar noch mal Stichwort Empörung. Es gab eine Trauerfeier am Sonntag, glaube ich, oder am Montag, also nachdem klar war, dass der Polizist gestorben war, in Mannheim an diesem Ort. Und da wurde dieses Polizisten gedacht und dann haben sie einen Imam oder irgendeinen islamischen Geistlichen auf die Bühne gestellt und der hat dann über die Lautsprecher einen islamischen Gebetsgesang, Muezzinruf, irgendwie so. Wo man sich fragt, Moment mal, das Opfer hatte mit dem Islam nichts zu tun. Es war ein deutscher Polizist. Auch kein Migrationshintergrund, auch kein Muslim. Der Täter war Muslim. Das eigentliche Anschlagsziel der Stürzenberger war auch. Also es gibt keine Verbindung, keine Begründung, keine schlüssige, warum steht jetzt da ein Muslim, der dann hier solche Gebetsgesänge anstimmt. Ja? Also für mich ich empfand es als Provokation. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ja, und ich glaube, viele Leute haben es als, die haben wirklich, viele Leute haben wahrscheinlich wirklich gedacht, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht und eine riesen Resonanz bekommen, wo sich wahnsinnig viele Leute fragen, also das kann ich nicht nachvollziehen. Was ist das für eine wahnsinnige Provokation? Ja. Ja, Thomas, also Menschen, die das gesehen haben, natürlich würde ich auch, wenn ich es gesehen hätte, habe ich nicht, würde ich mich auch fragen, was soll das? Aber da, wo wir gerade stehen geblieben sind, als ich sagte, dieses ganze Prozedere, was hier läuft, wer hat etwas davon? Ja. Elektroautomobilität etc., wer hat etwas davon von dem Anschlag in Mannheim? Da war ich ja gerade. Ja. Aber Hat Mike, etwas. entschuldige bitte, weil wir sind technisch heute, liebe Zuschauer, ein bisschen eingeschränkt. Wir sind jetzt schon am Ende von der ersten Sitzung sozusagen. Wir müssen kurz einen Schnitt machen. Ja, wunderbar. Ja? Alles klar, Schneide los. dann machen wir jetzt mal, halten wir mal an. Bis gleich, liebe Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer, zweiter Teil, jetzt neue Optik, aber weiter geht's. Mike, wir waren stehen geblieben bei den ganzen Sachen, die nicht funktionieren oder immer offensichtlicher nicht funktionieren. Die Narrative, das kann man ja auch mal zusammenfassen, hatte ich auch gestern übrigens auch in der Sendung gesagt, krachen parallel, kann man sagen, so fast zusammen. Ja, also die Narrative, Klima, Elektroauto, Migration, Energie, auch Krieg. Darauf wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen, noch mal ganz kurz. Ich bin da nämlich auch deiner Ansicht. Ich lasse mir da gar keine Angst einjagen. Es ist auch wirklich komplett, ja,
idiotisch, muss man schon fast sagen. Der Pistorius sagt doch tatsächlich gestern im Bundestag, dass Deutschland bis 1900, sag ich schon, bis 2029 kriegstüchtig werden muss, weil wir dann gegen Gen Russland gehen, ja. Gut, dass der Russe so lange wartet, bis wir dann mal so weit sind. Ja, ich habe aber mit Bundeswehrlern auch Kontakt gehabt. Die haben gesagt, 5 Jahre oder so. Es ist eher eine Generationenaufgabe, diese Bundeswehr wieder kriegstüchtig zu machen. Ja, also nur dieser Wahnsinn, was die Leute oder Irrsinn, was der wirklich der Bevölkerung, wenn sie denn zuhören würde, im Bundestag erzählt. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, wenn sie denn zuhören würde und wenn sie vor allen Dingen das noch glaubt, was man uns im Mainstream ja so verkauft. Ich kann immer wieder nur sagen, ich bin hier kein Weißmaler und Schwarzmaler sowieso nicht. Und ich will auch nicht Menschen einlullen. Jeder muss für sich selber souverän werden und die Dinge durchschauen, soll sich auf niemanden verlassen, auch nicht auf mich. Ich sage hier immer nur meine Meinung, das, was ich glaube zu wissen, das, was ich glaube wahrzunehmen. Und ich sage nach wie vor, das zieht sich durch unsere Salongespräche weiterhin, sage ich, wir sehen einen Film und das muss man sich, wenn man dann damit angefangen hat, d'accord zu gehen, auch immer wieder vor Augen halten, aus dieser Sicht zu gucken. Hier werden Dinge initiiert, die dazu führen, dass ein weltumspannendes System zerfällt. Das sollte man sich bei all diesen Ereignissen, sei es jetzt Mannheim, die man rauspicken könnte, oder andere Sachen, die schrecklich sind auf der einen Seite, die gehören aber noch alle in dieses Programm der Vernichtung, weil wir hier mit Protagonisten zu tun haben auf der unteren Ebene. Das sind für mich Politiker, die sind in der unteren Ebene dieser Hierarchie. Und kann ich immer nur wieder sagen, die sind nicht so dämlich, zumindest in den Führungspositionen, wie sie sich teilweise darstellen und so widersprüchlich sie sich auch darstellen. Das müssen sie machen. Das machen sie, um einer Agenda zu folgen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist denn die Agenda im deutschen Sinne oder im europäischen Sinne? Dann war das von Anfang an geplant, dass dieses System zusammenfallen soll und dabei eine Dezimierung der Menschen, speziell in Europa, speziell noch in Deutschland stattfinden soll. Dass hier durch die Maßnahmen, die geschehen, eine Eskalation entsteht und eine Demobilisierung der Wirtschaft, sodass du an einen Punkt ankommst, wo die Mo Menschen vielleicht sogar unter Hunger leiden, weil sie nicht mehr das bekommen am täglichen Bedarf, was nötig wäre in einer funktionierenden Gewirtschaft, die wir ja insoweit zumindest hatten, dass wir im Konsumdenken alles Mögliche zur Verfügung hatten und speziell Nahrung. Also darf ich da kurz was sagen, weil das ist nämlich näher als du vielleicht jetzt glauben magst. Es ist jetzt noch nicht so weit, aber es gibt ja täglich Meldungen von Betrieben, die Arbeitsplätze abbauen, die vielleicht sogar komplett zumachen, die wirklich abwandern, ganze Abteilungen schließen, große Konzerne, BASF, ganze Werksteile aufgeben und verkaufen und nach China gehen. Aber eben auch zum Beispiel ein niederländischer Schlachtbetrieb, ein Riesenkonzern, der in Deutschland die Schnauze voll hat und sich aus Deutschland zurückzieht. Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt kein Fleisch mehr gibt, aber das sind auch solche Geschichten. Das muss auch erstmal kompensiert werden irgendwie, weil die Begründung war, viel zu hohe Personalkosten, viel zu hohe Energiekosten. Das ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir kriegen das Geld, können wir nicht verlangen, was wir da an Kosten haben, an den Verbraucher, können wir nicht, kriegen wir nicht und sind wir nicht wettbewerbsfähig. Und da habe ich auch gefragt, okay, es geht schon um Lebensmittelkonzerne, ja. Ja, aber das ist nur, also ich meine, es ist gut, dass du das erwähnst, aber das ist ein verschwindend kleiner Teil. Wir sind ja von der Wirtschaft, die unsere Bauern hier vollziehen in der Landwirtschaft, würden wir ja niemals Deutschland ernähren können im jetzigen Stadium. Richtig? Könnten Also wir sind, zwar, aber machen wir nicht, genau, ja. ja, wir könnten es auch meiner Meinung nach nicht bei den 80 Millionen, die wir im Moment angeblich sind, weil zu viele Auflagen da sind und zu vieles falsch läuft,
unter der Restriktion der EU. Da müsste, das könnte man alles ändern, natürlich, ja. Ja. Wir könnte sich selbst ernähren unter gewissen Voraussetzungen, aber nicht, wenn jetzt alle Zulieferketten auf einmal stoppen. Ganz genau, richtig. Wenn das zusammenbricht, wenn das zu teuer wird, dass du es dir nicht mehr leisten kannst, ja, dann kannst du dich hier kaum noch ernähren unter Umständen. Wenn ein gewisses Momentum erreicht ist, und ich will ja nur sagen, das ist aus meiner Sicht in der Agenda mit drin gewesen. Das ist ein Teil der Agenda, Deutschland und Europa zu schwächen über den Zusammenbruch der Wirtschaft. Also man kann sagen, nicht über einen Atomkrieg, sondern über einen Wirtschaftskrieg. Und das ist doch offensichtlich. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, jeder von uns kann einfach mal recherchieren, was ist in den letzten 20 Jahren geschehen. Teilweise unter Obama, Merkel etc. Was ist in Europa, was ist in den USA geschehen? Eigentlich der Westen, von dem wir sprechen, weltbeherrschend, ne? Hat sich doch dezimiert, komplett in der Wirtschaft, in der Wirtschaftskapazität, in der Technologie und in der Kriegswirtschaft. Alles dort ist doch letztlich immer mehr zerfallen. Darum sind wir ja an dem Punkt, wo ein Pistorius sagt, ja, wir brauchen so und so viele Jahre, um wieder Ganz, in ganz Kriegs. genau. Aber das ist nicht nur Deutschland. Das ist in den USA nicht anders. Das sage ich doch die ganze Zeit. Das ist ein Film. Weil du baust doch nicht deine Wehrkraft ab und sorgst doch nicht durch Gesetze dazu, dass dein Land destabilisiert wird, indem du sowohl in den USA als auch in Deutschland Einwanderer zu dir holst, die die Kriminalität erhöhen, die aber nichts der Wirtschaft im positiven Sinne beitragen, sondern die Wirtschaft dadurch schwächen, das ganze System letztlich geschwächt wird und Technologien lässt du dir einfach wegnehmen, verkaufst sogar Häfen und andere Teile deines Landes an Chinesen zum Beispiel, die dort die Infrastruktur übernehmen. All das ist doch offensichtlich. Es ist doch nicht von mir erdacht, sondern das kann man doch ganz leicht nachvollziehen. Das heißt, es ist gewollt. Wenn ein Obama diese Gesetze und diese Politik durchführt und eine Merkel genauso in Deutschland und in Europa, dann ist das doch ein gewollter Zerfall. Den sehen wir jetzt nur. Und die Erben von denen, die wir hier haben, Grüne, SPD, CDU, ist doch ein Scherbenhaufen, ja, die das Ganze noch weiter in den Keller fahren. Und das ist doch nicht mehr von der Hand zu weisen. Das kannst du doch jeden Tag in der Abendschau hören. Sie sagen es zwar nicht mit den Worten, aber sie sagen dir, ja, da ist hier, da ist da, da ist dort. Sie sagen dir nicht die Gründe, warum das so ist. Sie schimpfen auch nicht auf die Politik, weil sie ja zu denen gehören, weil sie sind ja die, die in dieser Öffentlichkeit die öffentliche Meinung bilden sollen, den Mainstream. Aber dieser Mainstream ist schon lange nicht mehr Mainstream. Der ist nur Mainstream in den einzelnen Sender, die diesen Mainstream verbreiten. Aber die Menschen folgen diesem Mainstream nicht mehr. Sie erkennen immer mehr, dass das Schwachsinn ist und dass das gegen die Natur läuft, gegen gottgegebene Vernunft. Ich habe doch letztens öfter mal erwähnt zwischendurch, dass auch diese sogenannten Influencer, Ja. die wir haben, extrem an Zuspruch verloren haben, teilweise nur noch die Hälfte an Followern haben und noch weniger, dass große Künstler ihre Tourneen absagen, weil sie keine Karten mehr verkaufen. Das gehört alles noch zum Mainstream, zum alten Mainstream, aber Ganz. nicht mehr zum neuen. Und da siehst du das an der Realität, kommst du nicht vorbei. Wenn Ja, ich Menschen, will das nur noch kurz wenn der unterfüttern. Kurz wegen Konzertkarten, ganz aktuell Lena Meyer-Landrut, ja, kriegt ihre Konzerte nicht voll, also gar nicht, ganz schwierig, als Beispiel. Und um das auch noch zu unterfüttern, es steigt sogar noch, das war schon hoch, und es steigt noch mehr der Anteil der Jungwähler, 16 plus, die dürfen ja hier auch bei der Wahl jetzt am Sonntag 16-Jährige schon wählen, AfD, nicht Grüne, nicht SPD, nicht Linke,
AfD, die meisten. Über 25% der Jungen wählen AfD. Grüne sind es 15%. Also auch da, deswegen will ich dann nochmal anknüpfen, weil du vorhin sagtest, wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, zu glauben, dass alle, die das gucken, auch noch diesen Dreck glauben. Ja? Oder dass viel weniger diesen Dreck überhaupt noch gucken. Und da Das sieht meine man schon, was auch was getan hat, weil auch in der Wahlkabine musst du dich nicht offenbaren, ja, was du da ankreuzt. genau. Also, letztlich ist das, zur Wahl komme ich gleich noch, Ja. aber das, was du jetzt unterfütterst, auch das, was ich sehe und mitbekomme, das heißt ganz deutlich, die Realität, sprich Wahrheit, die sagt dir nicht, hier bin ich, die nimmst du einfach wahr. Das ist einfach dann ein Punkt, an der Realität kommt man nicht vorbei. Und wenn Karten nicht mehr gekauft werden, ist das die Realität. Wenn die Einschaltquoten nicht mehr die sind, die Ja. man uns erzählt, dann ist das die Realität. Nicht das, was sie uns erzählen, ist die Realität, sondern das, was geschieht, ist die Realität. Und das macht den Riesenunterschied aus. Darum ist das, was wir gerade hier in der Welt wahrnehmen, solange wir den Mainstream immer noch konsumieren und uns ärgern über den Protagonisten, den oder den, spielen wir den sogar noch aus höherer Sicht ein bisschen in die Karten. Weil jedes Mal, wenn du dich über jemanden ärgerst, schickst du negative Energie ins Feld. Ich muss das mal relativieren. Das soll nicht heißen, dass ich dafür bin, dass Menschen, die wirklich Böses getan haben, nicht auch ihren Lohn erhalten. Die werden ihren Lohn erhalten und die sollen auch ihren Lohn erhalten. Aber es bringt nichts, wenn ich Hass entwickle, wenn ich auf diese Menschen meinen Hass projiziere, Ärger in mir hochbringe. Das ist erstmal für meine eigene Gesundheit schlecht. Ich schwäche mein Immunsystem, aber ich schicke negative Energie, die die brauchen, um ihr System zu halten, ins Feld. Wenn man sich damit beschäftigt. Das heißt nicht, dass ich diesen Menschen auf einmal lobe und ihn streichle und lieb habe. Nein. Nein, nein, nein. Das bleibt für mich ein Mensch, der seine Taten vollzogen hat und die muss er auch im gerechten Lohn belohnt werden. Das ist Karma. Das gehört einfach dazu. Aber Hass auf diesen Menschen zu projizieren, ist der falsche Weg. Nein, ich gebe dir Darum. vollkommen recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich lerne da auch gerade, weil ich da noch nicht das so praktiziere im vollen Umfang. Ich habe aber auch keinen Hass. Ich habe nur noch pure Verachtung. Aber das ist auch nicht viel besser, ja. Es ist auch eine negative Energie. Was ich aber sagen will, ist, dass ich auch durchaus lernbereit bin, weil an mir selber das für mich klar gemacht habe, dass ich öfter schon an Anfang getippt habe bei Twitter und dann mir sage, Escape, weg damit, nicht veröffentlichen oder abbrechen und weg, weil wem gibst du hier Aufmerksamkeit? Auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit und unwichtig. Ignorieren ist viel schlimmer. Ja, nicht erwähnen ist eigentlich viel schlimmer für jeden. Ja, auch wenn der Neg ist immer noch schlimmer als negativ zu erwähnt werden. Gar nicht erwähnt zu werden ist ganz schlimm. Ja. Also ich kann dazu nur sagen, dass auch nicht das Gefühl aufkommen soll, dass man Dinge, die man wahrnimmt, einfach verleugnet und sagt, nein, der ist nicht böse, aber ist ja gar nicht geschehen, aber ist ja gar nicht so schlimm. Nein, 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 nein. Ich nehme das alles wahr, gleiche das mit dem ab, was ich als hinnehmbar oder nicht hinnehmbar artikuliere, in mir wahrnehme. Aber bei all dem versuche ich die Realität so gut wie möglich zu behalten und weiß, Hass, Ärger und Stress bringt gar nichts. Vernunft ist der entscheidende Punkt und nicht jetzt in Liebe schwelgen für jemand, der Böses getan hat. Das ist der vollkommen falsche Weg. Ich werde diesen Menschen nicht lieben, wenn er Böses getan hat. Ich werde sagen, pass auf, du bist ein Gotteswesen, aber du hast den falschen Weg gewählt und jetzt kriegst du deine Rechnung. Und dann kannst du, wenn du die Rechnung bekommen hast, kannst du noch mal in dich gehen und überlegen in der nächsten Inkarnation, wie es weitergeht, ja? Wenn ich über den Tod hinausdenke. Wenn ich natürlich nur in der Welt denke, materiell und sage, das gibt's alles nicht, es gibt gar keinen Gott, es gibt kein ewiges Leben, das ist alles Nonsens, dann kann ich nicht so argumentieren, wie ich gerade argumentiert habe.
Weil dann gibt es nur dieses physische Leben und da heißt es er oder ich, ja? Wenn er nicht, dann ich oder umgekehrt. Da ist kein Denken weiter, wie sich die Dinge noch entfalten über das normale physische Dasein. Aber das ist auch jedem überlassen. Jemand, der so denkt, wie ich es gerade beschrieben habe, der hat ein Recht dazu, gottgegebener freier Wille, und wird dann auch seinen Lohn ernten. Wenn er dann glaubt, er lebt nur dieses eine Leben und lebt dann eben, sagen wir mal, nicht mit gottgegebenen Gesetzen, dann wird er das schon erfahren. Dann wird er sich, so sehe ich das, wird seinen Lohn auch bekommen, ja? Aber wenn jemand eben sagt, das ist nicht so, der Mike spinnt, das ist alles Unsinn, dann ist es sein Recht. Wenn du zu mir als vernünftiger Mensch sagst, Mike, geh nicht da lang, ich bin den Weg schon gegangen, ich weiß, da wirst du dir fünfmal den Fuß aufstoßen, da sind Nägel unten und da hinten, wenn du noch weiterläufst und du rennst ja, wirst du runterfallen, hast du alles schon erlebt. Und ich sage, ach komm, Thomas, du hast keine Ahnung, ich habe das schon drauf. Ja? Und spaziere los. Und liege dann eine Woche später im Krankenhaus, du kommst mich besuchen und sagst, Mike, na, wie war's? Ja, klar. Ja. So, da geht jeder von uns seinen Weg. Jeder ist auch völlig okay, ja, sich hinzustellen und zu sagen, ich sag dir jetzt, was richtig und falsch ist, oder sag dir, was du zu tun hast, ist der völlig falsche Weg. Ich freue Ja. mich aber auf der anderen Seite, wenn du mich inspirierst, wenn du Sachen sagst, auf die ich nicht gekommen bin. Wenn du Sachen sagst, die mich auf einmal noch motivieren und sagen, ja, siehst du, guck mal, er sieht das ähnlich, er hat mich sogar noch angeregt, hier oder da oder dort. Das ist doch wunderbar. Genauso umgekehrt, natürlich, genau. Ja. Ja, und das ist der Weg, meiner Meinung nach, hier aus diesem ganzen Theater rauszukommen. Weil du weißt ja, ich glaube nicht daran, dass ein Trump oder ein Putin für sich genommen der Heilsbringer ist. Die haben ihre Agenda, die sie abarbeiten, und wir werden sehen, wie gut oder wie schlecht sie wirklich sind. Aber sie gehören dazu. Sie müssen sein, damit dieses momentane System, was wir noch haben, zerfällt. Es ist eine Notwendigkeit. Jeder dieser Protagonisten muss Müssen sein. sein. Wir hatten das schon mehrmals gesagt. Hier ein Lauterbach, ja, der hat doch durch die Art, wie er es erklärt hat, eigentlich schon gesagt, Kinder, wacht doch mal auf. Ja, Mit vollkommen, dem ja, ganzen. ganz genau. Wir haben ja schon mal drüber philosophiert, ist der Lauterbach einer von uns. Ja. Ja, anders. Oder ein Biden, ja, was Ja. der alles verzapft. Das ist doch so, wie wenn du einen Hammer nimmst und anderen auf den Kopf haust und sagst, wach endlich auf, wach endlich Man auf, wach könnte auch endlich auf. sagen, seht mal her, was der Biden für euch auf sich nimmt. Ja. Ja. Na gut, es gibt ja die Vermutung, dass ein Schauspieler ist Ja. und sein Spiel durchaus denkbar, passt auch da rein, und dass er von Trump sogar das Rollenbuch bekommt und sagt, Trump, pass auf, mein Lieber, nicht vergessen, ihr müsst mich weiter anklagen, weil ich will diese Wahl gewinnen. Ihr müsst dafür sorgen, dass ich möglichst noch ins Gefängnis komme, weil ich muss diese Wahl gewinnen. Nicht vergessen. Sehr Ja, gut, ja. sonst immer auf Putin, weil das brauchen wir. Und schürt den Hass, Krieg, damit die Menschen wissen, dass ihr Krieg lebt. Ihr müsst den Menschen verkaufen, dass ihr Krieg liebt, dass ihr das braucht. Verstehst du, Thomas? Ein Mensch mit halbwegs vernünftigem Verstand, der erkennt das doch. Du musst wirklich so tief im Dämmerschlaf sein, dass du das nicht mehr erkennst. Ich sage ja immer wieder für mich, die Menschen, die wir teilweise noch um uns herum sehen, wo wir sagen, naja, aber irgendwie scheint der nicht so richtig wach zu sein. Da sind Menschen viel wacher, als wir es glauben, aber die trauen sich nicht. Die trauen sich nicht, dir zu sagen, was sie denken. Das sind noch in dem Sinne, kannst du jetzt sagen, ohne jemand angreifen zu wollen, noch Feiglinge. Sie haben noch nicht genug eigene Substanz, Souveränität. Naja, da könnte Wir man denken. vielleicht mit dem Argument kommen, vielleicht schaut ja auch der eine oder andere zu, bei dem Gespräch und fühlt sich angesprochen. Vielleicht hilft das Argument, das ist äußerst ungesund, ja, was er da macht. Ja, das ist eine Sache, aber so wie ich sage, wenn du mir sagst, geh nicht den Weg und dann besuchst du mich eine Woche später im Krankenhaus, Hast auch ja, wieder recht, ja. dann bin ich da lang spaziert. Okay, muss ich damit leben. Also,
Ich bin insoweit immer noch guter Dinge und sehe auch hier, bin ja jetzt hier auf der Insel und die letzten 3 Tage hatten wir ja herrlichen Sonnenschein, blauen Himmel und heute haben sie hier gesprüht, die geht nicht mehr. Also wirklich, da sind Flieger links, rechts, oben, unten. Ich habe mich schon gewundert, dass sie nicht aufeinander fliegen gegeneinander. Und da hängt das auch richtig voll. Nur hat man den Vorteil, hier ist im Moment noch sehr viel Wind, was im Juni noch häufig der Fall ist. Und natürlich verbläst das auch da oben dann schneller, ne? Also das hält nicht so lange. Aber was ich deutlich mitbekomme, ist, dass der Wetterbericht mitspielt. Das sind ja jetzt nur so eine Schlierwolken. Ne? Das ist ja so eine Pasta. Zum Das ist ja nicht Film, wirklich. ja. Aber trotzdem zeigen sie in der Wetter-App, dass Wolken da sind. Obwohl es Also eigentlich die gar keine Wetter. Wolken gibt, keine natürlichen, ja, gerade, ja. Also man will dir die Illusion weiterverkaufen als Illusion. Und ich erkenne doch aber die Wahrheit. Ich gucke da hoch und sehe, was passiert. Dann gucke ich mir die Wetter-App an und sage, ah, Apple, ja, ihr gehört auch dazu. Verstehst du? Das sind alles die Dinge, die kommen. Aber noch vor einigen Jahren, naja, so ja, etwas über 10 Jahre, habe ich die Chemtrails da auch nicht erkannt. Ja, Habe ich ja ja. erzählt. So, also das ist ein Aufwachprozess, den wir durchlaufen. Und das, was wir hier sehen, die Dynamiken, von denen ich auch und du ja immer sprechen, die sich erhöhen, die erhöhen sich ja. Und jedes Mal, wenn sich die Dynamik erhöht, wo sich jeder von uns aufregen könnte, rein theoretisch, und sagt, was sagt der wieder? Wie argumentieren die? Und, und. Ist das nur wieder ein Beschleunigungsprozess, dass noch einer wach wird? Und dann kommt wieder so ein Irrsinn und dann wird noch einer wach. Aber es bringt nichts, wenn ich mich anfange zu ärgern, wenn ich mich anfange, über die mit Hass und Hetze dann vielleicht wirklich in meinem Inneren zu sein. Weil das wollen sie uns ja einreden. Die, die hetzen und Hass erzählen, das sind die, die das ja selber predigen und Richtig, machen. ganz genau. Das ist doch ganz deutlich zu Ja. erkennen. Du erkennst doch, wer Hetze bringt und wer nicht. Also. Ja, das geht ja schon lange. Die Premiere von dieser wirklichen Beschimpfung von einer Gruppe von Menschen aus der Bevölkerung, die gab es zwar schon immer gegen Neonazis oder gegen was weiß ich, aber seit Corona wurde das ja kultiviert und da hat ja wirklich jeder hammerharte Sachen rausgelassen, die vorher so nicht zu hören waren. Ja, Ungeimpfte müssen isoliert werden, Arbeitsplatz weg, Rente weg, am besten ins Lager. Das kam dann auch teilweise. Also so brutal, ja, offenbar sich offenbart hier wirklich totalitär eine ganze 20 Millionen Leute irgendwie, ja, ihr seid nicht mehr dabei. Du hast gerade ein sehr gutes Stichwort geliefert für mich. Schau mal, wenn wir nochmal überdenken, wie sich Regime, Staaten, wie auch immer, darstellen, wenn sie Menschen auf ihre Seite haben wollen, ja? Wenn sie irgendetwas umsetzen wollen, eine Agenda, einen Plan. Ist es dann schlau, den Menschen immer mehr wegzunehmen, ihnen immer weniger zuzugestehen, ihnen immer mehr indoktriniert zu sagen, was sie zu tun haben? Eher nicht. Oder eher nicht, genau. Was war denn bei Hitler? Hat Hitler angefangen, den Menschen zu sagen, was sie tun und nicht tun dürfen? Oder hat Hitler angefangen zu sagen, wir müssen Deutschland wieder befreien? Wir müssen Deutschland stark machen? Wir müssen Deutschland dahin bringen, Marktführer zu sein. Und was hat er gemacht? Er hat die Industrie angekurbelt, auch wenn er dabei Waffen gebaut hat und ein ganz anderer Plan dahinter war. Auch wenn er selbst gekauft war von denen, die das Ganze ja hinter der Kulisse planen. Trotzdem war damals der Plan der, die Menschen in einen Krieg zu führen. Und wie kannst du sie in den Krieg führen, wenn du ihnen erstmal Vertrauen gibt, dass sie stark sind, dass sie was haben. Und was ist denn geschehen in der Zeit, wo er an der Macht war, bevor der Krieg eingetreten ist? Er hat doch das Land aufgebaut. Er hat der Bevölkerung wieder Selbstbewusstsein gegeben. Versailler Diktat wurde praktisch
weggewischt, wurde man hielt sich nicht mehr dran, man wollte nicht mehr weiter unterdrückt werden oder also man hat den Deutschen, er hat den Deutschen durchaus wieder Selbstbewusstsein, auch Lebensqualität, Wohlstand, auch wenn das alles unter vielleicht den falschen Vorzeichen stattfand, aber letztendlich ging es den Leuten in den 30er Jahren besser als in den 20er Jahren nach dem Krieg. Ja, Definitiv. und ich will ja darauf hinaus, was da der Plan war. Der Plan war genauso perfide, weil die Menschen ja in den Krieg holen wollten und es sollte ja geschehen, was geschehen ist. Ja. Dass wir mit Russland uns praktisch wieder in eine Situation verbinden, in die Feindschaft zu kommen, ja? Dass Deutschland und Russland sich eben um Gottes Willen nicht verbinden. Aber man hat den Plan eben so aufgebaut, dass er funktionieren kann. In denen du einen Führer holst, der dir erstmal was gibt. Und jetzt, wenn sie uns jetzt in den Krieg holen wollen, was haben sie denn gemacht? Sie haben uns doch alles genommen. Sie nehmen doch immer mehr weg. Ist doch genau Ja, das Gegenteil. Das ganz will ich genau, damit erklären. Mike. Ganz genau, ja. Ich verstehe jetzt, ja. Ja, das ist doch der völlig falsche Weg. Ja, Was wollen nicht sie nur, denn machen? auch die Achtung vor der Politik. Es gibt ja auch gar nicht wenig Leute, die sagen, für dieses Regime gehe ich doch nicht in den Krieg. Also nicht nur alles weggenommen, sondern auch die Einstellung zum Staat momentan von vielen Menschen, da gebe ich doch nicht mein Leben dafür her oder riskiere mein Leben für die Schranzen. Aber das meine ich doch. Du kannst aus der Geschichte doch die Dinge wieder erkennen. Wer hat etwas davon? Ist das Gleiche, die gleiche Frage. Ja. In der Zeit, als Hitler an die Macht kam, war Deutschland ja bewusst so niedergemacht, dass sie ja händeringend nach jemandem gesucht haben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, sind wir in der Phase, wo man Deutschland so niederringt, dass du dann händeringend nach jemandem suchst, der dich wieder aufbaut. In der Zeit von Hitler war es eine Honigfalle. Verstehst du? Eine Honigfalle. Und jetzt könnte man sagen, wenn man so denkt, ist das wieder eine Honigfalle. Aber nicht, dass wir an der Stelle sind, wo der Erlöser da ist, sondern wo er erstmal kommen muss. Du musst ja erstmal was niedermachen, so niedermachen, dass es überhaupt dazu kommt, dass Menschen einen Erlöser suchen. Genau, Sehnsucht danach haben, genau. Genau. Und das ist es, was sie wollen mit der Honigfalle. Aber wenn die Menschen souverän genug sind und nicht mehr nach einem Erlöser brüllen, weil sie in ihrer eigenen Souveränität sind, dann kommst du in keine Honigfalle. Darum sage ich immer, egal ob Trump oder wer auch immer da der Erlöser zu sein scheint, lass ihn machen und lass schauen, was dabei rauskommt. Aber folge ihm nicht blind als Erlöser und klatsche Beifall bei jeder Sache, sondern überprüfe das. Das ist viel wichtiger Aspekt als alles andere, was wir heute besprochen haben. Ja, darauf Weil kann man es echt runterbrechen, ja, das ist die Grundlage, ja. geht's, weil es nutzt dir nichts, Sachen schön zu reden und dann festzustellen, oh, so schön ist es ja doch nicht. Ja. Ja, wenn wir nicht selber in der eigenen Souveränität sind, uns wieder erkennen als gottgegebenes Wesen mit Macht, mit Geist und nicht denken, wir müssen das hier mit Waffen lösen, Ja. sondern mit unserem Geist, mit unserem Verstand, den wir wieder mit gottgegebener Vernunft füllen. Und da sich immer mehr Menschen einig werden, sich miteinander verbinden. Das ist der wichtige Punkt. Es bringt nichts, auf die Protagonisten zu meckern, Hass zu entwickeln. Genau das wollen sie ja. Wenn wir das tun, dann kommen wir nicht aus dieser Schleife raus. Die Schleife ist immer wieder, ein System baut sich auf, kommt zu Fall und muss dann wieder aufgebaut werden, damit die Menschen in dieser Hamsterschleife bleiben. So ungefähr alle 100, 120 Jahre. Und wir sind doch gerade im weltwirtschaftlichen Zerfall, ne? Auf der anderen Seite bauen sich schon Staaten wie zum Beispiel die BRICS-Staaten auf. Bleibt auch abzuwarten, was da genau geschieht. Ja. Wir dürfen aber, wenn wir uns spirituell, geistig, wirklich mit höheren Dingen auch beschäftigen, nicht außer Acht lassen, dass die höheren Kräfte auch uns hier im Moment durch die Situation, in der wir jetzt im Zeitgefüge der einzelnen Zyklen sind,
ein Riesenpotenzial an Kraft liefert. Ein Potenzial, was wir dann aber auch aufgreifen müssen und damit arbeiten. Und nicht sagen, ja, da ist einer mit der Schubkarre, der wird mich hier schon durchfahren. Nee, da fährt dich keiner durch. Die Schubkarre musst du selbst in die Hand nehmen. Aber die Power, um die Schubkarre in die Hand zu nehmen, die kriegst du im geistigen und physischen Sinne durch diesen Zyklus, den wir durchlaufen. Und da ist der Mensch einfach wieder gefordert, mit gottgegebener Vernunft zu agieren. Gottgegebene Vernunft bedeutet, bevor du was veränderst im Außen, musst du erstmal was im Inneren verändern. Du wirst im Außen nichts verändern, wenn du nichts im Inneren veränderst. Mike, Wenn du so ich willst, dass muss dich leider, 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 wir müssen zum Schluss kommen, weil wir uns läuft die Zeit hier weg bei dem Zoom-Meeting. okay, dann ist es so. Dann sollte es so sein. Dann haben die höheren Kräfte gesagt, Mike, jetzt schweig endlich. Weil wir haben, liebe Zuschauer, kein professionelles Zoom. Wir haben immer die 40 Minuten Limit, falls ihr euch fragt, was machen die beiden Jungs da? Von daher, deswegen ist es auch auf zwei Teile geteilt heute, das Salongespräch. Wir haben es müssen jetzt wirklich ein bisschen abrupt abbrechen. Es tut mir auch leid, den Mike jetzt hier so abzuwürgen, aber es hat ja keinen Sinn, wenn wir dann nochmal neu anfangen. Und Mike hat dann wieder mal ganz lässig und gelassen reagiert und gesagt, dann ist es eben so, das sind es die höheren Mächte. Mike, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir noch einen tollen Aufenthalt und gutes Wetter und wenig sprühen, ja, wenn es geht. Und liebe Zuschauer, euch danke ich fürs Zuschauen. Wir lassen mal alles weg, was wir normalerweise noch sagen und wünschen euch einfach alles Gute und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir wollten es einfach jetzt, danke an Mike auch, weil er auch darauf gedrungen hat, dass wir jetzt die Folge hier weitermachen und nicht zu lange aussetzen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Mike, bitte. Thomas, mein Lieber, also erstmal danke ich dir auch für deinen Fleiß hier, diesen technischen, ja, unter den Umständen das alles zu meistern. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielleicht werden wir sehen, ob wir das jetzt nochmal so hinbekommen oder ob wir eine Pause einlegen Genau. und das machen, wenn ich zurück bin, weil das ist doch ein bisschen aufwendig hier, dieser Kram. Aber das Thema, was ich jetzt zum Schluss hatte, das greife ich gerne bei unserem nächsten Salongespräch auf, weil da, wo wir jetzt am Schluss waren, da ist eigentlich der wichtigste Da Aspekt aus springt der meiner Frosch ins Wasser, genau. Ja, Sicht. alles klar, Genau. da knüpfen wir an. Okay. Und in dem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe für dich und deine Family und an alle Zuschauer da draußen. Alles Gute. Bis demnächst. Ciao. Danke, Grüße zurück.